Herr Hofbauer, Sie sind Kommandant, Feuerwehrkommandant in Weitra. Wie lange sind Sie das schon? Ich bin jetzt seit 16 Jahren Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weitra Stadt. Mhm. Und wie viele Personen stehen Sie sozusagen vor? Wie viele kommandieren Sie? Wir sind eine Feuerwehr mit 83 Mitgliedern. Mhm. Davon 6 Frauen. 6 Frauen. Diese Mitglieder wurden oder werden geimpft? Es wird sicher ein Großteil der Mitglieder geimpft. Die impfen wollen, werden alle geimpft. Also es gibt keine Impfpflicht? Impfpflicht gibt es bei der Feuerwehr auch keine, nein. Mhm. Wie war es in der Corona-Zeit? Hatten Sie mehr oder weniger Einsätze? In der Corona-Zeit hatten wir deutlich weniger Einsätze, da durch die Lockdowns die Menschen einfach mehr zu Hause geblieben sind, darum weniger Verkehrsunfälle passiert sind und natürlich auch die Brandsicherheitswachen weit weniger waren, weil ja keine Veranstaltungen stattfinden durften. Wie verlaufen denn die Einsätze? Müssen Sie hier Masken tragen? Bei uns in der Feuerwehr ist es so, also Pflicht, dass wir bei den Einsätzen die Masken tragen. Und kann man die dann irgendwann mal runtergehen, wenn es brenzlig wird, sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes? Nein, solange der Einsatz läuft und die Feuerwehrkameraden beisammen sind, bleiben auch die Masken. Wie ist es grundsätzlich mit der Zusammenarbeit der Feuerwehr und der Ärzteschaft? Sie sind ja hier in der Organisation von der Caroline Tauchmann. Was hat die für eine Funktion für Sie? Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Ärzteschaft ist bei uns sehr gut, da die Bezirksfeuerwehrärztin, die Dr. Caroline Tauchmann, auch bei der Freiwilligen Feuerwehr weiter ist. Funktioniert das einfach bestens. Mhm. Werden Sie da auch regelmäßig untersucht? Haben Sie da für die Feuerwehrmitglieder Termine, Gesundheitstermine? Die Atemschutzuntersuchungen werden natürlich auch bei der Bezirksfeuerwehrärztin durchgeführt und das funktioniert auch bestens. Natürlich, wenn sonstige medizinische Anliegen sind, natürlich auch. Wie schaut es aus mit dem Nachwuchs? Feuerwehrnachwuchs ist gut, wir haben eine junge Truppe, das funktioniert bestens. Das heißt, auch untertags, während der Woche, haben Sie kein Problem für Einsätze? Es ist natürlich zu gewissen Zeiten immer schwierig, dass man genug Burschen und Männer für die Mannschaft da hat, aber es funktioniert. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft. Bitte gerne.